wenn man mal sich die Strukturdaten ansieht, dann hat Duisburg relativ wenig Büroleerstand. Woran liegt das? Das liegt im Wesentlichen daran, dass in Duisburg nicht so viel gebaut wird. Und wenn man dann die heutigen Büroflächen sich ansieht, dann sind viele ganz, ganz alte Büroflächen dabei, wo man sagt, eigentlich sind die nicht mehr State of the Art, eigentlich kann man die nicht mehr wirklich gut vermarkten. Und von daher ist das Risiko, vielen Dank dafür, aber das Risiko überschaubar zu sagen, wir bauen eben das Projekt hier mit etwas über 10.000 Quadratmeter Fläche, ohne dass wir eine Vorvermietung haben oder ohne dass wir einen großen Ankermieter haben, weil wir sagen, bei 2,6% Leerstand, ja, und gerade bei fehlenden Flächen im mittleren Bereich, ich sag mal 400, 800 Quadratmeter, nicht die ganz großen Flächen, fehlt Angebot, ja, und dann ist der Standort, wie wir finden, hervorragend, ja, und die Verkehrsanbindung natürlich super klasse, und von daher glauben wir, haben wir ein relativ geringes Risiko, dass wir den Standort nicht vermietet kriegen. Und ich habe ja schon ein paar mehr Dinge gebaut in meinem Leben. Und ich würde mal sagen, das ist wirklich top und das hätte nicht besser gehen können. Also vielen Dank von meiner Seite.